aber auch die Bundesregierung, die Bundeswehr dagelegt haben, haben mich nicht davon überzeugt, dass die Schutzwirkung für den Soldaten im Einsatz sozusagen dieses Risiko aufwiegen, was die Drohnen auf der anderen Seite haben. Ja? Und die bewaffneten Drohnen sind nicht entwickelt worden und nicht angeschafft worden, um Soldatinnen und Soldaten schlecht zu schützen, sondern sie sind entwickelt und angeschafft worden, um eben außerhalb von bewaffneten Einsätzen die Tötungen vorzunehmen. Und es mag sein, dass die Bundesregierung das auch manchmal nimmt, sagt, das würde sie nicht tun. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass diejenigen, von denen wir diese Waffen erwerben würden, diese Waffen überwiegend völkerrechtswidrig weltweit einsetzen, dadurch Konflikte eskaliert worden sind, Konflikte zeitlich und geografisch entgrenzt worden sind und das am Ende Konsequenzen sind, die dann auch wieder eher die Sicherheit der Bundeswehrsoldaten und Soldaten schwächen, als dass sie sie stärken. Wenn ich über dieses System verfüge, ändert sich möglicherweise auch der Charakter der Einsätze. Die Bundeswehr macht derzeit keine Antiterrorkämpfe. Dafür ist natürlich gerade die bewaffnete Drohne besonders geeignet. Und das möchte ich nicht von der Anschaffung eines Waffensystems abhängig machen, ob sich die Bundeswehr an einem Antiterror-Einsatz beteiligt oder nicht. Das müssen wir politisch entscheiden. Und im Augenblick gibt es bei den Einsätzen, wie sie jetzt sind, unabhängig davon, ob es Einsätze sind, die ich befürworte oder die ich ablehne, gibt es kein militärisches Einsatzszenario. Jedenfalls ist mir keines dargelegt worden. Es wären also im Prinzip neue Einsätze. Und das ist eine Debatte, die wir nicht über die Beschaffung von Drohnen führen müssen, sondern an anderer Stelle. Also das sind heute die Argumente, von denen ich mir hoffe, dass sie auch in der Expertenanhörung nochmal Thema werden. Ja, und es geht nicht darum, den Soldatinnen und Soldaten nicht den Schutz zu gewähren, den sie brauchen, wenn sie in Einsätze gehen. Das brauchen sie unabhängig davon, ob man einen Einsatz befürwortet oder ablehnt. Ja, das ist für mich klar. Aber die bisherigen Informationen, die mir präsentiert worden sind, überzeugen mich nicht davon, dass dieses System tatsächlich am Ende das Leben von Soldatinnen und Soldaten mehr schützt, als dass das weitere System. Danke, Katja. Katja, glaubst du nicht, dass die SPD über ihre Wahlen bleibt? Naja, ich befürchte, dass der Druck jetzt diesmal wieder enorm hoch wird, dass auch in dieser Legislaturperiode diese Entscheidung im Bundestag zu treffen. Also da, ich bin skeptisch, ob wir es nochmal aufhalten können. Aber die Argumente sollten wir auf jeden Fall verstärkt vortragen, innerhalb und außerhalb des Parlaments. Und deswegen auch vielen Dank für die Unterstützung. Vielen Dank und ja, alles Gute heute. Ja. Und ich hoffe, dass du am Abend ein gutes Ergebnis hast. Das Ergebnis ist doch nochmal verschoben. Ja, Anhörungen sollen ja auch dazu dienen, Erkenntnisgewinne zu bringen. Ne? Und da sind wir natürlich alle ja immer bereit, Erkenntnisse dazu zu gewinnen. Das ist das, was man erhoffen sollte von einer Anhörung. Danke dir. Ja. Ich habe mich von einem sehr guten Experten genannt, finde ich. Ein Völkerrechtler. Max Planck. Gerade auch zu rechtlichen Fragen noch mal einiges sagen. Ich kann nur hoffen, dass wir genauso gut am Ende dastehen, wie als wir 2017 hier standen. In Israel werden auch die das Bedienungspersonal, glaube ich, ausgebildet. Genau, ja. Ja, es gibt ja nur im Prinzip zwei zur Auswahl, die amerikanischen oder die israelischen. Das sind die beiden Hersteller. Und da hat man sich jetzt für das Israelische. Die haben wir ja auch schon als das Heron TP, die haben wir ja auch schon als Aufklärungsdrohne eben schon länger im Einsatz. Ja. Danke. Vielen herzlichen Dank. Also dann kann ich ja gleich deinen Kollegen begrüßen. Genau. Reichen wir uns hier die Klinke in die Hand. Genau. Also wir vielen Dank für die Unterstützung. Dank. Und alles klar. André Hupe, Katja gerade gefragt, dass sie uns so ein Update gibt, was sie auch dankenswerterweise gemacht hat. Vielleicht machst du auch nochmal aus deiner Sicht, was wird heute verhandelt und was wird möglicherweise auf den Weg gebracht. Ja, ich weiß und wegen ja. Die SPDU. Von der Linken? Also André Hupe, Mitglied des Deutschen Bundestages von der Partei Die Linke. Ah, ja. Entschuldigung, jetzt muss ich genauso korrekt vorstellen. Genau, ich bin vielleicht da aber ein bisschen bekannt dadurch, dass durch meine Anfragen herausgefunden wurde, dass Rammstein tatsächlich eine Relaisstation ist für den US-Drohnenkrieg vor 3-4 Jahren. Da haben wir ja jahrelang immer gefragt, die Bundesregierung, ob das eine solche Relaisstation ist. Und die Bundesregierung hat immer gesagt, nein, von Rammstein fliegen keine Drohnen, das haben wir aber auch nicht gefragt. So, und das ist irgendwann mal sozusagen zugegeben worden. Jetzt will ja Deutschland selbst Kampfdrohnen haben. Und in der ganzen Debatte wird immer so getan, dass man mit diesem
US-Drohnenkrieg, der ja zu Recht auch sehr unpopulär ist, mit Gezielten-Hinrichtungen und so weiter, nichts zu tun haben will, grenzt sich natürlich sehr stark ab. Und was jetzt konkret hier beschlossen werden soll in den nächsten Wochen im Bundestag, ist sozusagen die konkrete Bewaffnung einer schon geleasten Heron TP Kampfdrohne, die ist schon von Deutschland geleast worden, also geliehen worden praktisch, steht in Israel, ist dort fertig gebaut, hat auch die Aufhängepunkte für die Bewaffnung, ist eine Kampfdrohne, ist extra dafür gebaut worden, aber auch aufgrund des Drucks aus der Öffentlichkeit ist bislang noch nicht beschlossen worden, dass diese Bewaffnung auch konkret umgesetzt wird. Dafür sind, glaube ich, 50 Millionen Euro, wenn ich das richtig sehe, vorgesehen, nur für die Bewaffnung. Und dieser entscheidende Schritt sozusagen, der steht jetzt bevor. Zu dieser ganzen Debatte wird es heute im Verteidigungsausschuss eine Anhörung geben, auch mit kritischen Akteuren dabei. Wie der genaue Zeitplan ist, weiß ich auch nicht genau, aber es wird in den nächsten Wochen die Entscheidung anstehen. Und die Frage war, kippt die SPD um oder nicht? Die SPD hat sich bis jetzt immer gegen die konkrete Bewaffnung ausgesprochen. Es gibt jetzt Signale, dass die SPD umkippt, aber entschieden ist das noch nicht. Und es gibt auch in der SPD Akteure, die das nicht wollen. Und die endgültige Entscheidung ist dazu noch nicht gefallen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr hier seid. Deshalb ist es wichtig, dass das ganze Thema Kampfdrohnen auch mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Es wird ja relativ wenig über diese Debatte berichtet, obwohl angekündigt wurde, eine breite gesellschaftliche Debatte über die ethischen, politischen, völkerrechtlichen Implikationen einer solchen Entscheidung. Aber das bleibt im Grunde genommen aus. Im Grunde genommen macht man das jetzt mitten in der Corona-Pandemie nur im Ausschuss, im Verteidigungsausschuss, im Haushaltsausschuss soll das sozusagen relativ geräuschlos durchgehen. Und dafür, dass es eben nicht so geräuschlos durchgeht, dafür brauchen wir Öffentlichkeit, dafür brauchen wir Aktionen. Und deswegen ist es eben sehr gut, dass ihr hier seid und dass wir den Widerstand dagegen in die Öffentlichkeit tragen. Eins ist klar, die Linke wird es auf jeden Fall ablehnen. Wir lehnen die Anschaffung von Kampfdrohnen entschieden und geschlossen als Fraktion ab. Wir fordern stattdessen, dass hin zu einer internationalen Drohnenkonvention gearbeitet wird. Da gibt es durchaus Länder. Ich war auch vor einigen Jahren in der UNO in New York. Da gibt es Länder, die das wollen, die daran arbeiten. Aber Deutschland gehört bislang nicht zu den Ländern, sondern lässt das sozusagen eher links oder rechts liegen und kümmert sich um die eigene Bewaffnung. Das Ganze ist ja auch Teil eines längerfristigen Plans. Gegenwärtig sollen die Heron TP bewaffnet werden für einige Jahre, dann von Israel aus von deutschen Soldaten in die Einsatzgebiete fliegen. Und ab etwa 2027 soll in Deutschland dann eine eigene kampffähige Eurodrohne existieren. Die wird gegenwärtig entwickelt. Die soll in Jagel in Schleswig-Holstein auf dem Stützpunkt dann stehen. Dafür werden schon die Voraussetzungen geschaffen. Und dann soll noch in weiterer Zukunft gemeinsam mit Frankreich dieses Future Air Combat System aufgebaut werden, wo Drohnenschwärme dann gemeinsam fliegen mit Flugzeugen, die dann mit künstlicher Intelligenz funktionieren sollen. Und das zeigt, dass das alles auch ein Schritt hin ist zur Automatisierung des Krieges. Und diese Automatisierung des Krieges lehnen wir natürlich ab, wie wir natürlich auch Krieg ablehnen. Aber die Automatisierung beinhaltet natürlich eine neue Stufe der Barbarei. Und deshalb, wie gesagt, heute und in den nächsten Tagen und Wochen eine Schlüsseletappe
auf diesem Weg. Und wenn es uns gelingen sollte, das vielleicht jetzt zu verhindern, dann wäre das ein großer Erfolg. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also alle, die es noch nicht im Internet angeguckt haben, ich kann jedem nur empfehlen, auch wenn es schon glaube ich, 3 Jahre her ist, diese Bundestagsfragestunde, wo der André und der Kollege von der Krippen, der Ströbele, rausgekitzelt haben, dass vom Druck von Rammstein der Drohnenkrieg ausgeht. Das ist wirklich eine Sternstunde, meiner Sicht nach, weil man sieht am Pult einen Abgeordneten, der eigentlich nackt ist. Weil er so richtig ausgezogen worden ist. Staatsminister Roth, der richtig ausgezogen worden ist, weil er kein einziges Argument mehr hat und alles, was er davor überhaupt hatte, zurücknehmen musste. Also wirklich, der war ohne Kleider. Und die tollen Nachfragen haben die ganze Wahrheit dann endlich mal ins Licht gebracht, was wir ja schon spätestens seit Brandon Bryant wussten, dass Rammstein eben der Knotenpunkt für den Drohnenkrieg ist, ist da nochmal richtig toll deutlich geworden. Und von daher, also nochmal André ist da beigeblieben, das ist ganz toll. So, bevor André weitergeht, habe ich noch einen zweiten Abgeordneten euch anzukündigen, es sind immer mehr. Alexander Neu, auch von der Partei Die Linke. Alexander ist im Verteidigungsausschuss, glaube ich. Und ja, dann würde ich sagen, Alexander, du hast bestimmt auch, hast ja schon mitgehört, ein paar Sachen zu ergänzen. Und dann können wir ja uns noch ein bisschen weiter freuen, dass wir es hoffentlich heute noch verhindern. Ja, zunächst mal, ihr steht im Prinzip an der falschen Stelle, denn eigentlich müsstet ihr vor dem Elisabeth-Lieders-Haus stehen. Dort ist der Anhörungssaal, in dem gleich diese Anhörung stattfinden soll. Eine Anhörung über einen Gegenstand, bewaffnungsfähige Drohnen, Bewaffnung von Drohnen, was eigentlich schon längst als Entscheidung gefallen ist im politischen Berlin. Die Drohnen, was machen die Drohnen aus? Sie sind schon ein neues Waffensystem, die eine neue Qualität darstellen. Es gab ja in den 80er Jahren von der Friedensbewegung den Slogan, stellt euch vor, es ist Krieg und niemand geht hin. Jetzt gibt es Krieg und es muss niemand hingehen, weil es diese Superdistanzwaffe Drohnen gibt, die eben über viele tausend Kilometer vom Täter gewissermaßen gesteuert werden können und die Opfer sich aussuchen und das teilweise 12 oder 24 Stunden lang über einem Ort kreisen. Das heißt, wir haben ein Waffensystem, das in der Gesellschaft alleine schon deshalb eine höhere Akzeptanz finden könnte, weil es keine eigenen Opfer in der deutschen Gesellschaft hervorruft. Weil sowas ist immer auch abschreckend für die Gesellschaft, wenn sie selber Opfer bringen muss. Aber je mehr Waffensysteme, Distanzwaffensysteme eine Gesellschaft, eine Armee besitzt, desto weniger wird die eigene Gesellschaft dadurch tangiert und desto höher steigt auch die schlichte Akzeptanz. Und das ist ein Riesenproblem, auch die Gesellschaft, die Menschen, die Öffentlichkeit wachzurütteln über die Problematik von solchen Distanzwaffen wie Drohnen. Ich habe morgen noch ein Gespräch mit einem SPDler gehabt, aus dem Verteidigungsausschuss, und er meinte, man wolle nicht taktieren, sondern man wolle jetzt zu einer Entscheidung kommen. Auf meinen Hinweis hin, man könne das doch trotzdem verschieben und den schwarzen Peter den Grünen zuschieben, die ja unbedingt mit der CDU ins Bett hüpfen wollen, meinte er, nee, keine Taktiererei. Also ich glaube, die SPD will in den nächsten Wochen das Thema gemeinsam mit der CDU und der CSU entschieden haben. Und das heißt, dass wir in den nächsten Wochen bis Ende des Jahres sicherlich die entsprechenden Finanzvorlagen bekommen werden vom BMVG und vom BMF, also Finanzministerium, was die Beschaffung anbetrifft. Man wird nicht so lange warten, nicht bis zur Sommerpause, auch nicht davor, weil das würde zu nah in den Wahlkampf hineingehen, sondern man wird das in den nächsten Wochen handhaben. Und dafür müssen wir weiter mobil sein. Mein Kollege André Hünke und ich sind da auch sehr aktiv, Tobias Flüger auch. Und das müssen wir auch weiter in die Friedensbewegung hineintragen. Und wir brauchen von euch auch Informationen. Und ich hoffe, dass wir euch weiter unterstützen können, auch mit Informationen. Wir haben jetzt jüngst auch eine Broschüre veröffentlicht. Ich habe ein paar Exemplare dabei, die ich euch gleich gerne dann weitergebe. Das ist so ein Produkt, was wir in unserem Büro zusammen erarbeitet haben, um euch weitere Argumentationshilfe zu geben, warum die Bundeswehr keine Drohnen braucht. Ein Argument ist ja sehr aufschlussreich. Man sagt, die Drohnen würden die Soldaten schützen im Auslandseinsatz. Nun sind wir ja nicht nur gegen die Drohnen, sondern auch gegen die Auslandseinsätze. Ganz schlicht. Und vor diesem Hintergrund können wir doppelt sagen, wir brauchen sie nicht. Und das Argument, sie wurden nicht völkerrechtswidrig eingesetzt, gilt auch nicht. Zum einen hat Deutschland bereits an mehreren völkerrechtswidrigen Kriegen teilgenommen. Und zum zweiten, woher will man wissen, dass es nicht passiert? Es gibt eine Bundespressekonferenz, wo ein Vertreter des BMVG sich ganz deutlich davon distanziert, dass man niemals gezielt die Tötung vornehmen würde. Das heißt, man hält es sich offen. Also der Weg, wie die USA ihn gehen, ist durchaus nicht von vornherein verneint. Und selbst wenn man es jetzt verneinen würde, was wäre mit einer künftigen Regierung? Also, wer dieses Waffensystem besitzt, bewaffnete Drohnen, kann auch der Verlockung unbedingt nicht widerstehen, dies auch anzuwenden. Danke.
Dank, Alexander. So, noch Fragen an Alexander? Die müssen ja alle ganz schnell weiter. Es gibt so ein bisschen was zu lesen. Keinen Schaden. Ja, Alexander, dann sage ich auch dir herzlichen Dank. Und bevor wir irgendwas anderes machen, möchte ich einen ganz besonders danken, der dafür gesorgt hat, dass wir heute alle hier stehen. Tschüss. Michael. Das war, glaube ich, eine große Leistung, in den wenigen Tagen das alles vorzubereiten und hinzukriegen. Und wir haben ja mal geredet, es kommen 5. Also wenn ich jetzt mich hier umgucke, sind wir ein paar mehr als 5. Und daher ganz, ganz herzlichen Dank für das. 30. Ich glaube, es war eine tolle Idee von Versichtsfach. Euch, von der Berliner Rammstein-Gruppe und auch besonders von dir, das heute hier mit vorzubereiten und nochmal deutlich zu machen, wir wollen, werden diese Drohnen nicht hinnehmen. Auch noch mal ganz deutlich zu sagen, wenn das heute oder jetzt beschlossen wird, dann dauert es immer noch ein bisschen Zeit, bis das Zeug endgültig einsatzfähig und ist. Von daher ist der Protest auch mit heute nicht zu Ende, sondern geht weiter. Und man kann auch noch diesen Beschluss wieder aussetzen, wieder umkippen, wieder verändern, das Geld wieder streichen. Von daher ist der heutige Beschluss, wenn es die nächsten Tage beschlossen wird, dass wir diese Bewaffnung anschaffen, beginnt eine jetzige Auseinandersetzung, und zwar so lange, bis wir sie wieder abgeschafft haben. Und da sind natürlich nach wie vor die entscheidenden Proteste, die Rammstein-Proteste. Weil das ist der Ort, wo sich das alles in Drohnen zuspitzt. Von dort aus werden die Drohnen, die amerikanischen Drohnen, ins Ziel gelenkt und. Und wenn wir Rammstein gestoppt kriegen und damit es den Drohnen dann das beendet, wäre das ein riesiger, riesiger Schritt nach vorne. Und daher alle, die nächstes Jahr wieder darüber nachdenken, wann sie im Juli wohl in Urlaub fahren sollen, also wir sollen ja alle in Deutschland bleiben. Rammstein. Das Camp in Rammstein ist der richtige Ort, mindestens eine Woche Urlaub zu machen. Danach könnt ihr noch hin, wo immer ihr wollt, aber vielleicht eine Woche im Juli das mit einplanen, wäre ganz, ganz toll. Weil wir müssen diese Drohnen stoppen, weil die Drohnen sind der Beginn eines neuen Arts von Kriegen, die man heute als Automatisierung und Roboterisierung des Krieges bezeichnet, wo der Mensch nichts mehr mit Krieg zu tun hat, wo ohne den Menschen der Krieg alleine weitergeführt werden kann, wenn der Mensch einmal den Knopf gedrückt hat. Und das ist eine wahnsinnige Gefahr, die diese Erde wirklich in die Luft jagen kann. So, jetzt hat sich da jemand gemeldet. Weil die ursprüngliche Anhörung hier sein sollte und deswegen wir hier das auch angemeldet haben. Und jetzt können wir da nicht mal hingehen? Spontan-Demo. So spontan, ja. Dann haben wir wieder einen Grund, hier Aufstand zu machen. Ich würde froh sein, dass wir es hier jetzt noch machen und dann lassen wir es heute. Aber wir kommen ja alle wieder. Es gibt noch viele, viele weitere Gelegenheiten. Ich will vielleicht eine gleich mal sagen, wo wir hoffentlich mit ganz vielen hier in Berlin sind. Das ist der 5. Dezember. Am 7. Dezember soll der Bundeshaushalt verabschiedet werden. Dieser Bundeshaushalt hat einen gesteigerten Militäretat, der nochmal um 2,6% zulegt. Wir werden das erste Mal mit allen zusammen über 50 Milliarden liegen. Und wir wollen am Samstag davor überall in dieser Republik demonstrieren gegen diesen wahnwitzigen Aufrüstungsetat. Und eine der Demonstrationen wird auch in Berlin sein. Bitte, trotz Kälte, trotz Regen, was immer es sein wird am 5. Dezember, bitte diesen Termin im Kopf behalten. Genauere Informationen gibt es dann nächsten Wochenende, wo wir dann hoffentlich nochmal mit vielen, vielen Menschen hier in Berlin und nicht nur in Berlin, sondern mindestens 50 Orten in dieser Republik gegen diesen wahnsinnigen Aufrüstungsetat protestieren wollen. In diesem Etat ist auch das Geld für die Drohnen mit drin. Das heißt, jeder Erfolg in diesem Rüstungsetat ist auch ein Erfolg im Ringen gegen die Drohnen. So. Das ist nicht ein neues Transparent. Ganz neues. Das erste Mal heute im Einsatz. Richtig, Miguel? Wir haben in den letzten Wochen lange darüber diskutiert, wie wir unseren Banner gestalten, und der Frank hat dann irgendwann mal die Diskussionsbeiträge zusammengefasst, weil wir nicht so richtig zu Potte gekommen sind, und hat es ausdrucken lassen, und das Ergebnis ist ganz gut für mich. Also, wer da noch mal rüberkommen will, drüben beim Tippi, Veranstaltung, abends reden und
Workshops tagsüber. Ja. Das ist jetzt nicht das gleiche Thema, bei uns geht es auch um Frieden und Freiheit. Ich werde ins Gänse bestimmt alle in der Herstellung der Grundrechte, die mit Corona-Maßnahmen jetzt ja geschnitten worden sind. Wir sind da 24 Stunden. Bis zum 31.10. ist das als Demonstration angemeldet. Jeder ist herzlich willkommen, vorbeizukommen. Es ist auch ein Treffpunkt, sonst auch verschiedene Gruppen Berlins und überall her gerne treffen. Also herzlich willkommen jeden Tag von 17 oder 19 Uhr bis auch bei 18, 20 Uhr gibt es auch ein offenes Mikrofon. Alles klar. Und du hast auch was mitgebracht und hier lassen. Und ansonsten gibt es auch noch ein Autokorso von Lauf Winz. Wir bringen die Liebe über Berlin. Es herrscht ja derzeit viel Angst und durch Autokorso. Natürlich dann auch mit einer politischen Aussage, dass die Größe dieser Maßnahmen und die Angst, die heutzutage herrscht, nochmal ein Thema, das als medizinisches Thema dargestellt wird. Am 10. am Samstag, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, fahren wir los, 2 Stunden durch. Autokorso nur die richtige Aktionsform ist, wenn wir die Umwelt bedenken, darüber kann man noch weiter diskutieren. Ja, kann man drüber diskutieren. Aber Spende und auch ohne Spende. Trotzdem herzlichen Dank, auch herzlichen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid heute. Wer hat das denn hergestellt? Das hat Dora hergestellt. Zuvernetzt. Danke für die Aktion. Ja, gerne. So.